Hallo Leute, da sind wir wieder. Heute backen wir ein paar Plätzchen. Eigentlich macht meine Frau die Arbeit, ich filme nur und gebe hier meinen Senf dazu. Wie gesagt, wir backen die Engelsaugen oder auch Husarenkrapfen genannt. Okay, los geht's. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, 70 Gramm Puderzucker, 150 Gramm kalte Butter, 2 Eigelb, eine Prise Salz, eine Tütchen Vanillepulver und noch Puderzucker später zum Bestreuen. Das Mehl, den Puderzucker und das Tütchen Vanillepulver in ein Sieb geben und alles zusammen richtig durchmischen, durchsieben. Jetzt kommt noch die Prise Salz dazu und die 150 Gramm Butter. Je nach Geschmack kann man noch einen Teelöffel Zitronenschale Abrieb dazugeben, aber machen wir nicht, wir stehen nicht so auf Zitrone. Das Ganze knetet ihr jetzt schön alles durch. Und am Ende kommt noch das Eigelb dazu. Und wie gesagt, das Ganze gut durchkneten. Es soll ja Mürbeteig werden. Wir wollen ja die Engelsaugen mit Marmeladengelee füllen. Man kann sie natürlich auch mit Nutella füllen. Je nach Geschmack. Nachdem alles zu einem geschmeidigen Teig geknetet wurde, den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und ca. eine Stunde in den Kühlschrank zum Kühlen stellen. Nach einer Stunde den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, 10 Minuten ruhen lassen und dann den Teig zu einer langen Rolle formen. Daraus solltet ihr dann ca. 60 gleich große Portionen zuschneiden. Bei uns wurden es etwas weniger, aber das ist ja alles Übungssache. Aus den zugeschnittenen Portionen rollt man kleine Kugeln und legt sie auf das Backblech drauf. Wie gesagt, eigentlich waren unsere Kugeln etwas zu groß, aber dafür hat man mehr zu essen. Jetzt müsst ihr in die Kugeln so kleine Löcher reindrücken. Wir haben dafür so einen Holzgriff benutzt. Man kann auch einen Löffel oder keine Ahnung was anderes nehmen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das erwärmte Gelee vor dem Backen schon rein. Wir haben beide Methoden probiert. Wir finden besser, wenn man das Gelee erst nach dem Backen reinmacht. Also wie gesagt, das Gelee, Himbeergelee in diesem Fall, erwärmen, bis es richtig flüssig ist. Und dann zum Beispiel mit so einem Teelöffelchen in die reingedrückten Löcher auffüllen. Und das Ganze dann ca. 1 bis 2 Stunden abkühlen lassen. Und dann könnt ihr je nach Bedarf und Geschmack Puderzucker drüber streuen. Sieht nicht nur lecker aus, schmeckt genauso. Und bevor das Video fertig gedreht wurde und zugeschnitten wurde, war die Hälfte schon weg. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten!